150 Meter Reichweite, wasserdicht, blaues LED-Licht, 39 Klingelmelodien und 5 Lautstärkestufen. Genau das ist das, was der Hersteller mir hier über diese Funkklingel berichtet. Ja, genau, du hast es richtig gehört. Ich habe hier eine Funkklingel, die hat mir gerade Amazon gebracht und die teste ich jetzt. Und hier ist das gute Stück. Deutsche Anleitung ist mit dabei, ist zwar nicht viel, aber deutsch. Hier ist das die Basisstation für den Stecker direkt. Hier haben wir ein Klebepad, ne, kann man sehen. Und hier haben wir das Außengerät. Ja, mehr ist es nicht. Laut Hersteller ist die Klingel wohl vorkonfiguriert. Hier ist eine Batterie drin, die kann man anscheinend hier über dieses Teil wechseln. Ist wohl, wenn ich es richtig gesehen habe, in der Anleitung ist eine Batterie abgebildet. Das scheint so eine Longlife-Batterie zu sein. Da muss man halt sehen, wie lange die wirklich hält. Ja, wie gesagt, vorkonfiguriert, das heißt, das Teil kommt jetzt hier in die Steckdose und leuchtet. So. Ja, hier an der Seite haben wir die Knöpfe. So, mal gucken. Einmal hier der Knopf fürs Licht. Ah, Test, okay. Jetzt gucke ich mir mal die Knöpfe an. Hier der erste scheint für die Lautstärke zu sein. Ja, es wird immer leiser und geht aus. So, und die anderen beiden sind dann wohl für die verschiedenen Melodien. Eieiei, ist das laut. Ach so, das ist hoch und runter. Das heißt, du kannst... Das, ja, ja, ist ja gut. Das heißt, du kannst... meine Fresse, ist das laut. Also das ist wirklich extrem laut. Du kannst wirklich rundrum schalten, ne? Nach oben, nach unten. Du musst nicht einmal die 36 Melodien durchgehen. Nein, das reicht ja hoch oder runter und dann kommst du zur vorherigen Melodie. Jetzt drücken wir noch das Knöpfchen. Und es klingelt. Meine Frau geht jetzt los. Und bei jedem 10 Meter Schritt wird es dann hoffentlich klingeln. Das ist jetzt nämlich der Reichweitentest. So. Okay, die ersten... Meine Fresse. Ja. Die ersten 10 Meter sind rum. Wieder 10 Meter. Jetzt kommt nichts mehr. Oh doch. Das heißt, das dritte Klingeln. So, der erste Test, ja, ist schon beim zweiten Klingeln abgestorben. Beziehungsweise das dritte Klingeln kam sehr verzögert. Ja, also wir haben hier, ich sag mal so, vorm Haus. Ich sitze hier direkt draußen, also direkt hier, ne, vor dem Wintergarten, an meinem Weg. 30 Meter nach vorne, da gibt es schon Schwierigkeiten. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz mit meiner Frau probieren, wenn wir beide draußen auf dem Weg stehen, ob es dann bis nach vorne langt. So, jetzt der zweite Reichweitentest. Meine Frau steht da vorne. Winkt mal. Circa 40 Meter. Jetzt gucken wir mal, ob es klappt. So, ist am Strom dran und jetzt geht's los. Es funktioniert. Jetzt geht es ja noch weiter nach links rüber. Wir sind jetzt im Freien tatsächlich. Das heißt, das sind nochmal circa, ich will mal sagen, nochmal circa 20 Meter, die dazukommen. Dann sind wir bei 60 Meter und es funktioniert. Also im Freien würde ich sagen, ja, okay, die hat eine gute Reichweite. 150 Meter kann ich jetzt schwer testen. Da müssen wir doch noch ein Stück weiterlaufen. Ja, der Klingeltest ist beendet. Mein Fazit, denke ich, hat man draußen gesehen. Ich kann sagen, das, was der Hersteller mir hier versprochen hat, das stimmt. Die 150 Meter brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht testen, denn wenn ich wirklich auf freier Strecke stehe, 150 Meter Sichtweite, nichts ist dazwischen, dann wird das sicherlich funktionieren. Ich gehe mal davon aus, so verbaut, wie das bei uns hier ist und die Nachbarn ziemlich nah, schätze ich mal, kommen wir auf 50, 60 Meter, dann wird das noch funktionieren. Ja, aber damit ist die Aufgabe hier natürlich erfüllt. Und das bedeutet, Daumen hoch, klare Kaufempfehlung. Also, wer von euch eine Klingel braucht, die draußen gut funktioniert, auf lange Reichweite oder relativ weit mit, sagen wir mal, 20, 30 Metern bis rein ins Haus, der ist hier natürlich gut beraten. Und wenn dich diese Klingel auch interessiert und du die auch haben möchtest, dann geh einfach hier oben in mein Profil in meine Bio rein, da ist ein Link drin. Dort findest du alle meine getesteten Produkte und auch diese Klingel. So, und jetzt bist du dran. Hier unten in die Kommentare einfach mal reinschreiben, was dir dazu so einfällt, ob dich das auch interessiert, ja, oder was auch immer du dazu sagen möchtest. Dann bin ich hier, wie gesagt, am Ende. Lass mir noch ein Like da, das würde mich freuen. Und wenn du weitere Tests sehen möchtest, dann musst du mir natürlich folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.